Moin und willkommen zu einem neuen Video. In dem Video will ich euch mal meine neuen Settings zeigen. Ich probiere gerade mal was aus. Mal gucken, ob das gut wird. Die habe ich mir eben gerade, also vor 5 Minuten oder so, neu eingestellt. Also nicht meine Sensi, sondern meine neuen Keybinds. Und ja, würde ich sagen, gehen wir jetzt schon mal rein. Ist ziemlich gleich geblieben, aber hier unten ändere ich immer mal wieder was hier. So, also, auf Mittel gemacht, mache ich mal auf Episch, das mache ich mir mal Schatten auch an, und dann lasse ich auf Episch oder das komplett aus. Immer unterschiedlich, aber gerade habe ich so. Hier unten hat sich auch noch nichts verändert. Hier meine Mausin ist auf 0,030 gestellt. Was wieder geht, ist nur mit dem Controller, also. Das Controllerzeug. Auf jeden Fall habe ich hier Controller Xensi 0,750, Y auch 0,750. Beim Zielen für Ska und sonstige Nahkampfwaffen habe ich 0,157 und bei Snipers habe ich 0,152. Bausensi habe ich 1,805 und Bearbeitungssensi habe ich maximal 2,0. Standmäßig Sprinten ist auch an und sonst ist hier nichts weiter. Helligkeit habe ich 1,0, das nehme ich auch nicht an. Und hier, meine 19, ich bearbeite auf Steuerkreuz rechts und ich muss mal ausprobieren. Ich habe da noch nie drauf bearbeitet. Aber ja, kann ich mal ausprobieren. Ich habe vorher das auf linken Stick bearbeitet und davor habe ich immer auf Touchpad bearbeitet. Oder irgendwelche Tasten auf der Seite hier, aber jetzt muss ich auch mal die an diesem Steuerkreuz halt die Tasten. Auch nichts neu. Zurücksetzen habe ich auf R1, bestätigen auf Kreis. Todzone habe ich auf 0,08 bei beiden und ja. Und eigentlich soweit meine neuen Settings. Ich will die einfach mal ausprobieren, wie die so sind. Ich muss noch gucken, wie ich mit der L-Taste, ob ich mit der gut editen kann. Wie gesagt, ich habe mir die Settings eben vor 5 Minuten oder so ausgedacht. Von der Steuerung her. Also meine Sensi, wie gesagt, nicht, aber meine DNRS. Immer noch ungewohnt, aber. Auf jeden Fall mit der Erfahrungsmittel hier. Ja. Ich finde es lohnt sich auch mit der Steuerung mal zu probieren. Ja, die erste Technologie, da kann man nämlich nicht mit dem sein, wenn ich das Spiel mache, kann das schon ganz gut sein. Ich würde es irgendwie allen empfehlen, mal irgendwie auf jeden Fall eine eigene Steuerung zu machen. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, nicht irgendwie auf. Also ich habe auf dem linken Stick editiert, aber ich würde es nicht empfehlen, weil ein linker Stick ist ja sozusagen keine richtige Taste, drückst die da rein und die brauchst so, wenn man die reindrückt, hat man die brauchst du eine ganz kleine Sekunde, bis sie rauskommt. Und die Sekunde kann ihr beim Editen, also wenn ihr jetzt Pro-Turnier oder so spielt, diese kleine Sekunde kann ihr da schon so einen Tick oder ja, dein Leben kosten oder in Fortnite jetzt. Und mit so einem Tasten bekommen diesen Instant-Filter, also kannst du die ganze Zeit drücken. Das auch das Editen hier, also dieser Double-Edit. Das ist viel leichter und geht auch eigentlich viel schneller, wenn man das übt. Und so ist connected.
Oder das sind die vier. Um diesen Double Ability zu machen. Der ist mit dem linken Stick, der muss da erst wieder rauskommen, das dauert alles viel zu lange. Deswegen alle, die noch linken Stick benutzen, versucht das umzuändern. Klar, es ist eine Lösung, aber es ist auf jeden Fall nicht die beste Lösung. So, das ist es schon mit dem Video. Lasst mal ein Like und ein Abo da, wieso kurz vor den 50 Abonnenten. Und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, Leute!